Steini, das ist Marius Steinhauser. So Leute, es sind 8 Wochen vergangen mit Marius. Er hat für den Movember gezüchtet. Das, was ihr da seht, kannst du ranzoomen, Volker? Sieht man das? Ist das ein gutes Ergebnis? Ich weiß es nicht. Ist das ein gutes Ergebnis? Ich glaube, ich habe letztes Jahr schon angefangen. Alter, das ist ja gar nichts. Das ist richtig viel. So wie hatte ich auf dem Kopf, als ich als Kind zur Welt kam. Es geht ja darum, der Wille zählt, ne? Also. Ja, und bei dir ist ja fast. Du hast auch fast kein Haar am Körper irgendwie. Nein, gar nicht, ne? Nichts im Kopf, auch kein Haar am Körper. Ich meine, das ist natürlich auch eine schöne. Steini, wir müssen. Steini, bleib doch. Ist alles gut. Lass uns kurz reden. Zweite Halbzeit, hast du dich relativ gut angestellt, ne? Hast du dich gefreut, dass du reingekommen bist? Ja, super. Auf jeden Fall. Ist schön, dass ich die zweite Halbzeit spielen konnte und es ist immer gut, Spielanteile zu bekommen. So hat man auch die ganze Mannschaft immer dabei. Und dann noch umso schöner, dass ich auch alle meine Würfe reinmachen konnte und so der Mannschaft helfen konnte und am Ende auch mit so einem Ergebnis den Sieg einfahren. Das ist natürlich umso schöner. 38-23, relativ deutlich. Ich habe ja gesehen, wenn ihr von außen immer reinlauft und springt, und das macht Lasse ja genauso, ihr rollt relativ geil ab. Ist das intuitiv? Muss man das lernen? Muss man das so machen? Oder ist das, macht das jeder Spieler individuell? Ja, umso länger man wartet, umso mehr muss man sich auch abrollen, also weil man ja den Moment abwartet, bis man wirft und dann oftmals halt über die Schulter abrollen muss. Deswegen kommt es immer darauf an, wie lange du warten willst. Manche sind so längere Warter und manche schließen halt relativ schnell ab und sind da schnörkelloser. Und von daher ist es immer unterschiedlich, aber man braucht eine Technik auf jeden Fall, sonst würde man sich verletzen. Tut das sehr weh, wenn du runterkommst? Ja, durch das Abrollen nicht. Also da rolle ich mich das so ab, dass ich gleich wieder stehe. Aber ich glaube, es gibt manche, die machen hier so den... Landorf, ne? Ja, die Pinguin-Stellung. Hier, das finde ich schmerzhaft. Ich habe mir schon ein paar Mal das Kinn fast aufgeschlagen. Sieht man auch, wie ich finde. Das sind die Haare. Okay. Man muss es ja gucken. Jetzt hast du gerade gesagt, du freust dich immer, wenn du Spielanteile kriegst. Hättest du gern ein bisschen mehr? Weil der Trainer steht hier rechts... Daneben, vielleicht können wir es ein bisschen lauter fragen, dann kommst du vielleicht, Volker schwenkt da mal rüber, da steht Mike, steht noch da. Vielleicht können wir es, hätte Marius gerne ein paar mehr Spielanteile, weiß man nicht, ne? Wenn man da fragen könnte. Müssen wir mal den Trainer fragen, ob der Marius mal ein paar mehr Spielanteile kriegen soll. Das müsste der Trainer ja beantworten können, ob der Marius mehr Spielanteile haben soll in den Spielen. Das weiß man ja nicht. Könnte der Trainer ja mal beantworten. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Also Marius fragt das nicht, sondern ich frage das nur. Ne? Also ich habe ja keine Ahnung. Ne? So. Läuft ganz gut im Moment, oder? Auf jeden Fall. Ich finde, wenn wir auch zusammen ein gutes Duo sind, ich hätte es auch Trio sagen können. Aber wenn wir zusammen ein gutes Duo sind, dann wird es auch eng. Nein, wenn Lasse und ich einfach ein gutes Duo sind, dann ist es auch einfach einfacher. Wenn dann einer mal nicht funktioniert, dann springt der eine andere in die Bresche und hat auch, sage ich mal, genug Spielanteile, um direkt im Spiel zu sein und kommt nicht da, sage ich mal, kalt von der Bank in dem Sinne, dass er die letzten 5 Spiele nicht gespielt hat. Umso erfreulicher ist das, dass man in solchen Spielen dann auch durchwechseln kann und jeder bekommt seine Spielanteile und so ist es dann auch für uns beide überragend und auch für die Mannschaft, weil so ist es einfach komplett einfach für die ganze Mannschaft. Und auch, was wollte ich noch sagen, dass... Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch gerade nicht mehr. Beim Labern eingeschlafen, ja, der Steinhauser, so ist er. Schnell. Aber pass auf, ich muss dich ganz kurz fragen, du hast ja eine Löwenvergangenheit und ich weiß, ich höre es ja von euch allen. Wir denken von Spiel zu Spiel, wir gucken auf uns, das interessiert uns nicht, was die anderen machen, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Aber wenn die Löwen in Melsungen 2 Punkte liegen lassen, dann ist das doch auch Kabinengespräch, oder? Natürlich, also... das ist ja für uns eigentlich das Optimale, dass sie jetzt mit 4 Minuspunkten auch dastehen. So wird das Spiel, wenn alles optimal läuft, natürlich in Mannheim auch sehr, sehr, sehr interessant für die ganze Liga. Und auch, wie wir schon oft jetzt in dieser Saison gehört haben, die Liga spielt verrückt und jeder kann jeden schlagen. Und ich glaube, wenn man so lange wie möglich da oben dabei bleibt, dann ist alles offen einfach. Neulich, als Paris hier war, in der Champions League, haben wir ja mit dem Gensheimer gesprochen. Ja. Den kennst du ja auch noch, ne? Uwe Gensheimer. Der hat schlecht über dich gesprochen, hat gefragt, wie du dich so schlägst. Ne? Ob du dich hier wohlfühlst, ob du zurechtkommst. Hat er gefragt. Ja, da war so ein bisschen Suffisanz, also ein Unterton habe ich da gemerkt. Verstehst du dich gut mit Uwe? Ja, super. Wir verstehen uns richtig gut. Also in meiner Zeit bei den Rhein-Neckar-Löwen, wir haben ja da die ganze Zeit auch zusammengespielt und haben auch zusammen studiert. Und da hat man viele Dinge unternommen auch. Und da ist schon eine Freundschaft entstanden. Und es ist immer lustig, wenn man sich wieder sieht und in
beim Paris-Spiel hat er ja auch, war ja noch eine Nacht hier und hat da bei uns zu Hause geschlafen und das war... Na, guck mal, das läuft ja. Und kann man sich noch ein bisschen was abschauen? Also hast du vielleicht schon mal so eine kleine Strategie vielleicht nochmal irgendwie mit ihm geklärt oder wie sie vielleicht das Rückspiel bestreiten wollen? Da kann man sich ja immer was abschauen. Er ist ja vielleicht einer der Besten, wenn nicht der Beste auf der Welt. Ich dachte, das wärst du. Ich rede ja von links außen. Ach, ja, stimmt. Seitenverkehr, na Logo. Nein, Spaß. Und deswegen, ja, keine Frage, dass man sich da immer was abschauen kann. Okay, jetzt Augenblick regenerieren, dann am Sonntag schon wieder gegen Brest. Die habt ihr ja gerade erst gehabt. Und dann gibt es nochmal zwei Derbys. So sieht's aus. Das hast du ja gut, gut eingeleitet. Ich muss dann nicht mehr dazu sagen. Vier Termine kann ich mir gerade noch merken. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Bleib gesund, Marius. Wir freuen uns auf dich. Am Sonntag. Und Weihnachten vor der Tür. Und jetzt Zachariasen hat gesagt, am Sonntag ist Ersttaufe. Wir sollen alle nach Sonderburg kommen, nur damit du Bescheid weißt. Wir können eine Fahrgemeinschaft machen. Entschuldigung. Wir können eine Fahrgemeinschaft machen. Ja, ich muss schauen, ob ich da Zeit habe. Ja, dann nimmst du einfach die Zeit. Ich hol dich ab. Okay, alles klar. Hast du endlich mal rausgekriegt, wo Heinel eigentlich Kaffee trinken geht? Das hat er mir immer noch nicht verraten. Ich gehe mit Heinel da Kaffee trinken, aber das sage ich nicht. Achso, bleibt halt unter euch. So, Mario Steinhauser, unsere Nummer 19, 38, 23. Wie viele Tore hast du gemacht? Drei. Drei? Mhm. Zariesen 11. Tja. Merk selbst, ne? Ja. So, in diesem Sinne, hau ab. Tschüss.